Oh, this you crazy mother. Was sage ich denn jetzt? Draußen tobt der kalte Winter, wir haben den heißen Technik-Scheiß hier drin. Wenn ihr zu den jungen, hippen Nutzern gehört, dann benutzt ihr bestimmt auch viel Snapchat und dann sind euch auch die Spectacles ein Begriff. Was sind die Spectacles? Ganz einfach, das ist diese Sonnenbrille hier. Die hat was Besonderes, die hat nämlich hier eine Kamera drin. Mit der könnt ihr auf Knopfdruck hier oben, wenn ich hier drauf drücke, schon seid ihr live im Internet, könnt ihr Videos aufnehmen, 10 Sekunden geht ein Clip und danach könnt ihr das Ganze mit der Snapchat-App synchronisieren und teilen. Im Prinzip ist das Ganze aufgebaut wie eine ganz normale Sonnenbrille. Da gibt es jetzt sofort, wenn man drauf guckt, keinen großen Unterschied, außer dass hier halt diese beiden gelben Kreise sind. Wie gesagt, hier ist die Kamera drin. Hier dreht sich, wenn ich hier auf die Aufnahme drücke, ein LED-Kreis. Der soll meinem Gegenüber einfach anzeigen, pass mal auf hier, du wirst jetzt aufgenommen, kannst du vielleicht noch die Hand vors Gesicht halten oder auch nicht. Ja, ansonsten gibt es an der Brille eigentlich ziemlich wenig Spektakuläres zu zeigen. Es ist einfach eine ganz normale Sonnenbrille, wie sie auch von Ray-Ban oder von Oakley kommen könnte. Könnt ihr ganz normal zusammenklappen und auseinanderklappen. Wenn ihr die mitnehmen wollt, dann gibt es hier dieses coole gelbe Ladeetui. Das ist beim Kauf mit dabei. Das ist vielleicht ein bisschen mächtig, aber vermittelt so auch den Eindruck, dass die Brille gut geschützt ist. Und was es noch hat, es hat hier einen kleinen Ladeanschluss. Da kann ich meine Spectacles reinlegen und dann aufladen. Wenn ich hier auf den Knopf drücke, dann seht ihr, dann leuchten 4 Leuchten und eine davon geht aus. Das heißt einfach nur, da ist noch genug Energie drin, um diese Brille dreimal aufzuladen. Ich muss jetzt aus Fairnessgründen sagen, ich habe die leider noch nicht lang genug im Test gehabt, um zu sagen, wie lange eine Akkuladung hält. Aber ich bin zum Beispiel mal vom Bahnhof Altona hier in die Redaktion gelaufen. Das ist, wenn man langsam geht, 15 Minuten Fußmarsch und habe dabei Videos gemacht und da hat die Brille nicht nennenswert viel Energie verloren. Das könnt ihr übrigens auch überprüfen, dafür nehme ich sie wieder raus. Denn eigentlich soll der Kreis dann aufleuchten, wenn ich zweimal hier gegen tappe. Ich weiß gar nicht, jetzt hat er es getan. Ja. Da seht ihr, so viel Akku habe ich jetzt noch, die ist jetzt also halb voll und wir haben eben gerade draußen auf dem Hof noch ein paar Actionbilder mit einem Skateboarder gedreht. Da kann man also von ausgehen, dass ihr vielleicht 2-3 Stunden Akku auf jeden Fall dabei habt und dann kommt die Brille hier ins Case. Und wenn auch das Case alle ist, dann gibt es hier noch dieses cool designte Kabel dabei mit der Stoffumwandlung. Das hat hier noch einen magnetischen Ladeanschluss, das schließt ihr hinten rein und das kommt dann per USB an den Rechner oder an die Steckdose. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie kriege ich meine Aufnahmen von den Spectacles auf mein Smartphone? Das ist ganz einfach. Ihr koppelt das Ganze einmal mit dem Smartphone. Alle Aufnahmen, die ihr mit der Brille macht, könnt ihr ganz einfach per Bluetooth ans Smartphone übertragen. Das funktioniert sogar automatisch. Wenn ihr eine höhere Auflösung haben wollt als die Standardauflösung, dann könnt ihr das Ganze auch noch per WLAN mit eurem Smartphone koppeln. Dann könnt ihr die Videos in HD aufs Smartphone überspielen. Irgendeine Zahl, wie groß der Speicher der Brille ist, gibt SnapInc nicht an. Nur so viel, dass wenn ich hier drauf drücke und ein 10-Sekunden-Video aufnehme, dann kann ich davon 200 Stück machen. Ich finde die Spectacles richtig cool, die sehen als Sonnenbrille ziemlich cool aus und ich finde besonders toll, dass wenn ich mich in irgendeinem Moment befinde, ich nicht extra mein Smartphone drücken muss, sondern ich drücke einfach hier auf den Knopf und kann sofort den Moment aufnehmen und mit meinen Freunden teilen. Das ist schon ziemlich cool. Das einzige Negative an der Brille ist, dass die im Moment sehr stark limitiert ist. Die gibt es nur in den USA und auch da ist sie nur schwer zu kriegen für 130 Dollar. Wenn ihr die in Deutschland haben wollt, müsst ihr im Moment noch den Weg über eBay gehen. Da werdet ihr so 300 bis 400 Euro los. Das ist schon ganz schön teuer. Wenn Snapchat die Brille nach Deutschland bringt, würdet ihr die dann kaufen? Das ist meine Frage an euch. Schreibt mir eure Antwort gerne in die Kommentare. Au. Das war ja noch nicht mal Capri-Sonne-Werbung. Was wollt ihr denn jetzt von mir? Da soll ich reingucken und das bewegt sich dann und dann gucke ich weiterhin da rein. Die Spectacles, die sehen als Sonnenbrille, jetzt packen wir's. Okay, den Part können wir überspringen.